Und erst wenn etwas etabliert ist, läuft und eigentlich der Benutzer dann wirklich durch den Prozess durchgeführt ist, durch den ganzen Veränderungsprozess, sind wir im Zimmer der Erneuerung, wo ich auch sagen kann, ja, macht Sinn, es läuft trotzdem und ist gut. Aber gerade in diesem Fall, hier auf der unteren Hälfte, ist natürlich mit enormem Widerstand zu rechnen, weil ich etwas einführe oder etwas unternehme gegen das Gewohnte grundsätzlich. Also ich lanciere eine Veränderung und muss mich irgendwie bewegen. Ein sehr schönes Beispiel ist dieses Beispiel hier. Wenn wir ein Projekt realisieren, braucht es viele einzelne Punkte dazu. Es braucht Ziele, Fähigkeiten, es braucht Aktionspläne, Ressourcen, Anreize und Informationen. Dann können wir eigentlich einen gewollten Wandel vollziehen. Heißt nichts anderes, das sind nicht Garanten, aber das sind Bausteine, um ein Projekt erfolgreich abzuschließen. Wenn jetzt etwas fehlt von dem, sei es Ziel, Fähigkeiten, Aktionsplan, Ressourcen, Anreiz oder Information, dann hat das verschiedene Auswirkungen, von Verwirrung über Angst bis zu Chaos, je nachdem, was fehlt und je nachdem, wie sich der Mitarbeiter auch fühlt im Projekt. Und das ist genau das, diese Sachen, die dann schlussendlich Widerstand auslösen gegen ein Vorhaben, allenfalls gegen eine Person, sollte in dem Fall eigentlich nicht sein, aber gegen ein Vorhaben und gegen ein Projekt. Was uns natürlich im Rahmen des Projektmanagements und des kontinuierlichen Fortschritts sehr, sehr einschränkt. Etwas aus dem Alltag, Widerstand als Wahrnehmung. Viele von Ihnen hatten sicher Meetings, Diskussionen heute, Workshops allenfalls sogar, und da bringen sich immer viele Personen ein. Irgendjemand hat den Lead moderiert, leitet an, führt die Sitzung, sagen wir mal als Projektleiter, und in seinem Team bekommt er natürlich entsprechend Input. Er bekommt Input, der kann gut sein, dass alle ihn applaudieren, sagen, du bist der Größte, kann aber auch sein, dass sie einen oder anderen sagen, ist vielleicht nicht so gut, man könnte das so oder so auch machen. Das ist ganz normal, das ist ganz gut. Aber die Frage ist jetzt, wie gehe ich mit dem um? Wenn mich nicht ein Teammitglied, nicht offiziell gerade kritisiert, aber der einen anderen Vorschlag bringt, ist das jetzt ein Argument oder ist das ein Widerstand gegen meinen Vorschlag? Und wie reagiere ich als Vorgesetzter? Nehme ich denn das Argument auf, arbeite weiter damit, verdanke das allenfalls, oder erzeuge ich selber Widerstand, weil es mir nicht passt, dass jetzt jemand ein Argument bringt und mich quasi anzweifelt in dem Fall. Also kann Widerstand auch gegen die Teamharmonie sein, gegen die Führungsstruktur oder gegen einzelne Personen. Das ist hier auch immer sehr schwierig, die Machtverhältnisse klar zu sehen. Ist es der Mitarbeiter, der irgendwie Druck anwendet, und ist es beim Vorgesetzten, da Widerstand entsteht, oder ist es gerade umgekehrt? Das ist relativ schwer, immer gerade auf Anhieb zu erkennen. Aber grundsätzlich, ich kann da kein allumfassendes Rezept Ihnen geben, aber was mich immer sehr hilfreich dünkt, ist der Verhandlungsansatz nach dem Harvard-Modell, Fakten strikte von Emotionen trennen. Ich denke, da ist sehr, sehr gut auch eine gute Basis geschaffen, um wirklich auf Fakten zu diskutieren. Kurz zusammenfassend, Widerstände sind menschlich, haben wir alle. Der Mensch erzeugt Widerstände, gewollt oder ungewollt. Widerstände in Projekten ist der Normalfall, weil Projekte heißen Veränderung, Projekte heißen Wandel, das Rausreißen aus dem Gewohnten, und darum entstehen dort viele Widerstände. Wir wollen diese nicht verhindern, aber wir wollen sinnvoll, nutzenbringend damit umgehen. Und die Ziele erreichen trotz Widerstände. Ich denke, das gehört zum Job eines Projektleiters, weil Widerstände, haben wir gehört, treten überall auf. Wir müssen damit umgehen können und wir müssen sie gewinnbringend nutzen. Gut, jetzt zwei, drei Ansätze im Umgang eben mit diesen Widerständen. Wir haben gehört, dass sie entstehen, wie sie entstehen und
wie gut das sie zum Teil sogar sind. Hier habe ich ein paar Informationen, wie man damit umgehen könnte. Das ist beispielsweise Stakeholder Management. Wir müssen von Beginn weg die Stakeholder entsprechend positionieren. Es ist nicht jeder Stakeholder gleichermaßen involviert in das Projekt. Wir sehen es hier, Grad der Beteiligung oder Grad der Betroffenheit. Je nach Betroffenheit, Einfluss und Beteiligung ist ein Mitarbeiter oder eine Gruppe anders zu positionieren. Und ich muss auf diese Mitarbeiter oder diese Gruppe anders zugehen, um Widerstände zu vermeiden. Konkret externe Berater, da muss ich nicht viel machen. Der ist von Widerständen selten betroffen. Hingegen die Informatik jetzt in diesem Beispiel wird stark betroffen sein. Darum muss ich dort mein Augenmerk drauflegen. Dann noch eine Ergänzung zu diesem Stakeholder-Management. Es ist sehr, sehr wichtig, dass das frühzeitig gemacht wird. Das bringt mir nichts, wenn ich bei Meilenstein 40 kurz vor der Einführungsphase sage, ah ja, Stakeholder-Management, ich sollte mal schauen, wer da betroffen ist. Ich muss das frühzeitig machen und immer wieder dranbleiben, das überprüfen, allenfalls ergänzen, optimieren. Und dementsprechend, je nach Gruppierung, je nach Aufteilung dieses Stakeholder-Managements, muss ich auch entsprechende Strategien festlegen. Wie gehe ich damit um? Aber Hauptaussage, frühzeitig. Ein weiteres sicher hilfreiches Mittel ist dieser Teambildungsprozess. Sie kennen selber, wenn Sie ein Projektteam neu zusammenstellen, sind das zum Teil sehr heterogene Teams eben, die arbeiten vielleicht heute im Betrieb nicht zusammen, die werden neu zusammengewürfelt und jedes Team macht in sich einen Prozess durch. Und je besser dieser Prozess überhaupt durchgemacht wird und auch abschließend durchgemacht wird, desto mehr können Widerstände unter Umständen dann im Verlauf des Projekts vermieden werden. Also wenn ich ein Team wirklich neu zusammensetze, dann ist eigentlich grundsätzlich die erste, die Forming-Phase, das Kennenlernen. Da entstehen noch nicht große Widerstände. Das ist doch interessant, da kennt man jemanden noch nicht. Da geht es um Neues. Hier kommt schon die Storming-Phase. Ich muss mir meinen Platz suchen, ich muss meinen Platz finden im Team, um dann auch meine Positionen verteidigen zu können, um etwas erarbeiten zu können. Das ist sehr großes, sehr gefährlich, um Diskussionen und Konflikte entstehen zu lassen. Und dort entstehen relativ große Widerstände. Gefährlich ist das natürlich, wenn wir das Team irgendwie hier im Stich lassen und sagen, jawohl, jetzt kennt ihr einander, ihr habt einander die Nase blutig geschlagen, jetzt ist gut. Ich denke, es ist wichtig, dass wir den Prozess ganz fahren und auch die Norming-Phase und auch ein Regelwerk und Normen und eine Struktur schaffen, wie wir zusammenarbeiten in Zukunft. Das müssen wir auch durchmachen und aufbauen. Sehr wichtig. Und schlussendlich gibt dann erst das, das Performing, die Performance-Ebene im Team, das gute Zusammenarbeiten. Also das ist auch sehr konfliktbehaftet und erzeugt Widerstände. Widerstände erkennen und gezielt angehen, auch das ist ganz sicher nichts Neues für Sie. Der Konfliktaufbau, der steigert sich, wenn man nichts unternimmt. Das haben Sie alle persönlich schon erlebt, bin ich fast sicher, ich jedenfalls schon. Wo wir unser Augenmerk draufsetzen sollten, ist, solche Sachen frühzeitig zu erkennen. Weil wir können sagen, bis hier können wir es in einer Diskussion vielleicht noch lösen, aber solche Sachen, offene Auseinandersetzung und dann der Kampf, das wird dann sehr schwierig und für alle mühsam. Was ich euch gerne empfehlen möchte, ist, baut doch bereits hier Phase des Vorgefühls in euren Team-Meetings, in euren Status-Meetings einen kleinen Block ein. So, soll ich dem sagen, Frühindikatoren, sagen wir eigentlich denen. Das sind eigentlich grundsätzlich die weichen Faktoren im Projektmanagement. Ich denke, es ist müßig, von Status zu Bericht oder Status-Meeting zu Status-Meeting immer nur über die harten Faktoren wie Finanzen, Plantreue, Lieferumfang, Termin etc. zu diskutieren. Versuchen Sie auch mal,